herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ihr seht Deckerbüse Dinos und hinter mir ist unser riesiges Gerät, und zwar der Giganotosaurus. Und mit dem möchte ich heute einfach mal ein bisschen jagen gehen, und zwar gehen wir ein bisschen Fleisch farmen. Und jetzt bugge ich zwischen dem Giga und dem T-Rex fest. Kannst du kurz den T-Rex wegreiten? Okay, mach ich. Danke. Und wir benutzen dafür einfach unseren Adler hier und unseren Giganoto, denn der steht auf mein Ziel angreifen. Das heißt, er zerstört alles, worauf ich zeige. Hier ist eine Schildkröte Level 4, männlich. Das heißt, die weiblichen würden schneller Eier legen, wenn du willst. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal only auf weiblich und dann im Nachhinein können wir immer noch männlich. Dann legen die halt schnelle Eier, das ist nice. Ja, aber wir haben... Ja, dafür braucht die immer noch mehr als 9 Kibbel. Ich hab nachgeguckt. Ich lass mich mal... Was gerade passiert? So, jetzt. Ich hab einmal hitten gelassen. So, jetzt greift der Giga den Trike an. Oder? Nee. Giga, greift den Trike an. Ja, danke. So. Warte, ich mache das so an, dass der auch dann gleich Opfergegenstände einsammelt und frisst die gleich. So. Dann kann ich den Track mal essen. Yummy. So, was ist das für eine Schildkröte? Im Schildkröten-Themen sind wir momentan auch. Level 44 männlich. Die brauchen wir nicht. Vorne am bei Loris am Teich, da ist eine Level 12er. Die könntest du schon mal runterschießen. Alter, der Giga braucht so viele Bissen für so ein billig Schildkröte, wenn er gezähmt ist. Also jetzt nicht so viele Bissen, aber du weißt es. Ja. Ist nicht kurz auf jeden Fall. So, dann kommen wir weiter. Hier ist noch ein Bronto Level. Oh ne, jetzt bug ich im Giganoto drin. Man muss immer hochfliegen. Also höher fliegen als er selber. So, komm mit. Adler. Nein! Oh, der Giga hat ein Level up. Melee Damage. Only auf Melee Damage, ne? Ja. So, dann. Töte es! So, der Bronto wird kurz geschnetzelt. Der ist Level 48. Aber für unseren Giga gar kein Problem. Ist jetzt schon übel blutig. War tot. Aber der isst hier nicht auf. Das ist komisch. Warte, ich mach das mal kurz an, dieses Aufsammeln. Opfergegenstände. Er ist an, aber der ist die trotzdem nicht auf. Egal, dann baue ich mit der Spitzhacke ab und tue es dann in den rein. Der macht sich die Finger nicht schmutzig. Sowas wie ein Bronto. Hier hast du Essen. Kannst dich satt essen, Giganoto. Haben wir noch irgendwas? Irgendein vorlautes Paravieh? Ja. Danke. Und hat's geschmeckt? Kleiner Snack für zwischendurch, ist so ein kleiner Para hier für unseren Giga. Oh, da ist noch ein Bronto, das kann ich schnell snacken. Ich hab nämlich Hunger. Okay. Essen. So, es gibt mir wieder voll Hunger. So, dann kommen wir kurz rüber. Was? Du kannst mal die ganzen Brontos zerstören. Ja, hier sind keine mehr. Okay. Hier war ein einziger und der ist tot. Oh. Hier ist aber noch ein Ankylo. So, der wird auch mal eben schnell zerstört. So, dann kommen wir mit hier weiter in den Wald hinein. Mal sehen, ob hier noch irgendwo Brontos sind oder so. Aber hier waren eigentlich immer Brontos, warum sind hier keine?
Keine Ahnung, irgendwie immer 5 oder 6 Stück. Und jetzt einmal, wo man mit dem Giga jagen geht, ist hier gar nichts. Das ganze Kleinviech ist ihm zu gut. Und doch, da ist ein Diplodokus. Dann komm mal her, Herr Giga. Ja, da bist du ja schon. Bitte kurz töten. So. Tot. Oh, der war nur Level 4, den hätten wir auch sehen können. Egal. Oh, der hat sogar ein Inventar. Oh, ich habe sogar Prime bekommen. Das geht immer. 2 Stück. Ich möchte jetzt nicht extra zurückkommen, um das zu braten. Lohnt sich auch, glaube ich, nicht, oder? Nee. So, hier hast du schön, schön viel Fleisch genug. Wir gehen weiter. So, hier sind wir nochmal bei Loris Base, bei den Sons of Odin. Wir haben jetzt auch einen Giganote, die haben uns schön nachgemacht. Aber deren Giga ist Müll? Deren Giga ist Müll hier, diesen Level 18er Giga. Wir haben hier einen Level 23, glaube ich, ne? Ne, 25er Giga. Komm! Ja, also laufen wir mal hier hoch, weil hier waren auch immer Brontos. So, mal gucken, ob hier irgendwas ist. Bei dem hält er einfach nichts auf. Man kann cross the map mit dem laufen und den juckt es nicht. Der läuft durch die Bäume wie durch was weiß ich was. Ja, okay, jetzt ist er irgendwo hängen geblieben. Ah ne, er kommt! Hoch, hoch, hoch! So, ist hier irgendwas? Ein Flugis hier. Ne, das gibt gar nichts. Vielleicht ein Bär momentan zu Hause? Ne, sieht auch nicht so aus. Dann laufen wir nochmal rum. Als ob hier sogar hier keine Brontos sind. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Giga auf den Schneeberg. Oh. Ja, da kriegst du heftig viel. Oh, da wird schön viel Fleisch gefarmt dann. So, komm mal mit. Dann fliegen wir mal hier lang. Hier sind auch keine Brontos. Was ist denn? Oh doch, hier ist ein Bronto. Der Giga ist gerade im Wasser. Aber da kommt er schon. So. So, einmal bitte kurz töten. Schmeckt? Ja, lecker, lecker, lecker. Bronto. Für zwischendurch mal ganz gut. Mal ganz leckerer Snack. Bronto Level 16. Kein Problem für den Giganoto. Schade, dass wir den noch nicht reiten können. Das wäre brutal geil. Ja. Alter, hier waren die ganzen Insekten. Der Giga hat alle instant aufgefuttert. Jetzt habe ich ja kein Fleisch aus dem Bronto rausbekommen. Ah, hier sind noch mehr Insekten. Und hier ist noch ein Stego, komm. Warum nicht? Komm her, Adler. So, einen bitte kurz töten. Danke. So, dann fliege ich einmal kurz mit dem Adler lang, weil der auch Hunger hat. Wir liegen ja über jetzt die Insekten rum. So, lecker Schmecker. Und dann geht's wieder weiter. So, jetzt einmal bitte hier wieder runter den Berg. Und dann hier kurz einmal schwimmen. Sollst du ja schaffen, ne? Arschbombe! Quatsch. T-Rex! Ja, jetzt ist der Giga nicht da. Schaffst du ja, das? Ich. Ja, der Elch, natürlich. Renn weg, renn weg! Nee, echt?
Der ist viel schneller als ein. Als Direkt. Fuck, der ist ja wirklich hinter mir. Scheiße, ich darf ihn nicht zum Gehege locken. Dann lauf in die andere Richtung. Oder spring ins Meer und dann. Keine Ahnung. Ich glaube, ich lock ihn einfach auf den. Auf den Bronto. Nein, ich glaube, der hat schon die Fährte aufgenommen von meinen Tieren. Aber wir haben so viele Tiere, die sollten das doch schaffen, oder nicht? Ich glaube nicht. Wir haben da doch noch einen Giga, einen T-Rex drinstehen. Ja, ich weiß aber nicht, ob der das One-on-One überlebt. Dann schnappt ihr schnell den Flugi und greift den T-Rex an. Bin ich gerade dabei. Oh, hier ist Mammut. Ich muss nur gerade den Elch saven. Oh, der war instant tot. Das Mammut. Können wir uns mal ganz kurz hier. Fleisch. Oh, irgendwas greift an. Oh, ein Raptor. Niedlich. Mal hier schön Melee Damage. Jetzt habe ich schön so viel Wedge gefarmt. Und jetzt muss ich schon wieder hier fighten. Traurig. Ich muss gerade auch fighten, aber ich will auch fighten. Ja, Giga wird's bald. So. Komm. Wir suchen uns hier mal einen schönen Gegner aus. Boah, stell dir mal vor, der T-Rex ist Level 100, Alter. Oh, hier unten sind Woolly Rhinos. Die nehmen wir ganz kurz mit. Hoffentlich überlebt der T-Rex. Hallo, einmal bitte angreifen. Danke. So, Woody Rand tot. Und dann zum nächsten. So. Noch ein Woody Rand für dich. Lecker saftig, schön frisch vom Grill. Nein, als ob der T-Rex hier jetzt festpackt. Ja, ist das gut? Oder backt unser T-Rex fest? Er stand gerade einfach im Berg fest. Unsere. Okay, der ist nicht gut. Was ist das denn für ein T-Rexchen? Sehr schön. Er zerstört hier alle Rhinozerosse. Unser Giga. Ja, okay, der ist richtig low. Ja, Level 4er. Der kann gar nichts. So, komm mit, Giga. Hier sind doch bestimmt noch irgendwelche Opfer raus. Hier ist ein Ankelo. Okay, oder hier ist Mammut, das geht auch. Das sind zwei Mammuts. Drei Mammuts. Auch mal lecker Schmecker für zwischendurch. Ich hasse es, auf T-Rexen zu reiten. Überall legen die sich nur fest. Aber auf dem Giga ist bestimmt nice. Naja, es wird ein größerer T-Rex. Aber ein heftiger. Also halt von Leben und so her. Naja. Dann lass den Ankylo mal leben. Der Fleisch. Als ob nicht mal auf dem Schneeberg irgendwie viele Viecher sind. Hier ist noch ein Bully Rhino. Das hole ich mir noch nicht. Ach ja, das geht schnell. Die Rhino müssen wir uns auch noch mal sehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was kosten die? Terra Bird. Okay. Ist halt gar nicht so günstig, Terra Bird. Oh, hier sind T-Rex. T-Rex versus Giganoto. Er wird 76. Komm, Angriff. Wer gewinnt? Du, 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 du.
Oh, T-Rex ist schon tot. Oh, Alter, der Giga viel. Viel Essen. Und nochmal ein Level-Up auf Nahkampfschaden. Oh, hier sind noch Mammuts und so, die nehmen wir auch mit. Einmal bitte alles töten. Adler haben den Giganotto angegriffen. Das ist auch mal was Schönes. Schöner kleiner Fight für den Giga. Einer ist tot und der zweite ist auch tot. Das Mammut ist auch tot. Mach mal bitte dieses Mammut hier. Ist auch gut. Sehr schön. Boah, es ging echt schnell. Mit dem Giga-Fleisch zu farmen, das ist schon echt Deluxe-Premium. Jetzt schön hier alles abbauen, dass wir auch schön viel Fleisch bekommen. Denn alle unsere Tiere haben hier unten im Gehege Hunger. Ne, Max? Ja, ja, savest du das Fleisch denn noch immer? Ja, ja. Der Giga und der Adler sind beide voll essen. Also die haben beide keinen Hunger. Von daher kann ich gar nichts nicht aufnehmen. Okay. So. Dann mache ich mich jetzt mal so langsam auf den Rückweg. Was gibt's denn hier? Ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Oh doch, hier ist ein Känguru. Aber das Känguru lasse ich leben. Das Känguru will ich nicht. Ja, wir brauchen es halt überhaupt nicht. Trotzdem will ich es nicht. Wir müssen es ja nicht zähmen, aber ich will es halt auch nicht töten. Hier lang kann man gar nicht richtig nach Hause laufen. Dann nehmen wir hier nochmal ganz kurz hier alle Adler mit. Die sind ja schon fast alle tot. Mal schnell einen Ankylo für zwischendurch. Oh, der Giga macht ja alles nacheinander, so lecker, lecker. Der snackt die alle weg. Aber Leute, dann bringe ich jetzt hier nochmal den guten alten Giganotto nach Hause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, obwohl hier kommt nochmal einmal Giga noch gegen Sabertooth Rudel. Also zwei Sabertooths, aber. So, einer war One-Hit und der zweite war Two-Hit oder so. Na komm, Giga, lass uns mal wieder nach Hause. Hier ist nirgendwo ein Gegner für dich, ne? Außer der T-Rex, der war ganz okay. Kann ich hier hochlaufen? Ja, kann er. Alter. Ein Monster. Gut, obwohl, komm, da sind noch zwei Mammuts. Die nehme ich jetzt auch schnell mit. Aber ich beende jetzt mal ganz kurz die kleine gechillte Farmfolge. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.